was zuletzt in der Geschichte von Horizon Zero Dawn geschah. Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Ehrenalter, komm mal runter, Junge. Wie aggressiv der gleich ist. Das sind keine Schattenkerja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Osseram? Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osseram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderen. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Eloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwa. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Antwort. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Wie versprochen, sind wir genau an dem Lagerfeuer angekommen, wo ich euch versprochen hatte. Und wir marschieren jetzt mal hier hoch. Und werden das ein oder andere auf dem Weg werden wir mitholen. Als allererstes am besten die verdorbene Zone. Und vor uns ist auch ein Läufergebiet. Ich habe gedacht, das wäre so ein Stock zum Pflücken. Ja. Dann kann man diese verdorbene Zone noch machen. Ein Breitkopf, tut mir leid. Breitkopfgebiet. Dann geht die ganze Sache auch ein bisschen schneller. So, jetzt. Tschüss!
Und ein Lagerfeuer haben wir gefunden. Ach Quatsch. Zum Blödsinn. Ah, toll. Jetzt habe ich keine... Na, mach keinen Scheiß, du. Tja, scheiße. Jetzt habe ich aus Versehen die falschen Waffen bei. Waffen. Kleiner Moment. Den Kriegsbogen. So. Das werden wir... Die verwenden wir noch nicht. Die verwenden wir noch nicht. Also die hier. Diese... Huch, Entschuldigung. Diese Waffe hier. Die verwenden wir noch nicht, denn wir haben ja noch nicht... Das, wir haben ja noch nicht das Tutorial dazu gemacht. Nein, ich habe sie auch noch nicht verwendet. Bin ja erst hierher gereist. Über Jahre. Das ist ehrlich so. Sägezahn. Ach du Heiliger. Alles gut, ich will nichts von euch. Ich will zu dem... Verdorbene Zone. Wir checken das mal gerade. Das Vieh sah groß aus. Was ist das? Ein Steinbrecher. Ein was, bitteschön? Das Zerstören dieser Bauteile deaktiviert die Fähigkeit, sich in der Erde einzugraben. Wärmeauslass. Treffer auf dieses Bauteil fügen der Maschine größeren Schaden zu. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Elementarangriff und löst eine Elementexplosion aus, die alles in dem Bereich schädigt. Ach du Scheiße. Und das sind zwei Stück. Schwäche Eis. Soll ich das wirklich schon machen? Nein. Mach ich nicht. Wir machen in aller Ruhe die Blume und folgen dann der Hauptquest, okay? Ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das lassen wir dann doch erstmal sein, hä? Ach du Scheiße, ich glaube, die sind nicht so schnell zu besiegen. Eieieiei. Guck dir mal diese Monster an. Und die können sich in den Boden graben. Naja. Hier kann ich rein. Nee, hier ist bestimmt nicht die Blume. Wieder Krokus. Jetzt wird es wieder dunkel. Aber alles kein Problem. Wir haben ja Fernlicht an. Nee, das hier ist Abblendlicht. Was ist das?
muss doch da hinten rüber, hä? Scheiße. Was für Riesenviecher hier auf einmal sind. Ein bisschen mal das Reittier zu uns holen. Und dann müssen wir mal hier rauf. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel bei euch. Natürlich muss ich hier raufklettern. Das war ja so klar. Wie gesagt, wenn man schon mal auf dem Weg ist hier. Ich glaube, die verdorbene Zone, da das ja wirklich eine krasse Jagd wird wahrscheinlich. Ich glaube, das wird unter Jagddurst dann fallen. Hä? Hier hat sich gerade irgendwas geöffnet. Ah, hier. Dankeschön. Sehr gut, das haben wir auch. Schön gechillt, siehst du. Es kann so einfach sein. So, jetzt holen wir uns die Banuk-Figur noch. Wenn wir auch schon mal hier sind. Hallo, Großer. Ja, fein. Ui, da müssen wir wieder klettern. Die Banuk, die waren wohl scheinbar Kletterer. Ein kleckerndes Raubtier. Ein kleiner Insider. Die Leute, die wissen, was ich meine, die haben Kultur. Also soll nicht heißen, dass ihr anderen nicht auch Kultur habt. Was war denn das? Da ist irgendwas explodiert. Aber ich war es nicht. Boah, cool. Ein bisschen hochcheaten hier. Okay, hier kann ich nachher runter. Dann gehe ich davon aus, dass irgendwo hier drüben... dass man irgendwo hier hochklettern kann. Vor allem, das muss so kalt sein. Guck mal, ne, das ist ja relativ sternklar. Die geht aber schon fix so einen Berg hoch. Ich wäre schon längst außer Puste. Ich sehe aber nichts, ne? Durch meinen Fokus? Ah, ich glaube dort. Hey, was willst du denn? Schön abfackeln. Da wollte der Vogel den Vogel abschießen. Ach, da ist die Banuk-Figur. Sehr schön. Haben wir das auch. Die ist aber sehr...
Die ist aber wirklich sehr vertrauensvoll mit ihrem Würfen. Überleg mal, sie verwirft einmal. Dann war's das. Dann ist Ende. Dann ist definitiv vorbei. Dann heißt es, ciao, Aloy. Warum bist du gestorben? Wird sie dann im Himmel gefragt. Ich wollte ganz cool so einen Berg runterspringen. Das sollte so richtig geil aussehen. So absolut heftig. Damit das inszenatorisch zwar richtig klasse aussieht, aber spielerisch überhaupt keinen Mehrwert hat. Aber es sah halt geil aus. Lauf, 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 lauf. Moin! Nicht schnell genug. Ja, dann lauf doch! Dann lauf doch! Sie läuft nicht! Ihr habt Klaus getötet! Oh ja, genau. Eieieiei. Aua, 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 aua! Meine Fresse! Ihr seid doch im Arsch! Ja, aua, aua, aua! Boah, ich bin hier aber auch in eine scheiß Ecke, ne? Ohne Scheiß, ne? Toll. Jetzt ist aber Schluss. Die suchen mich. Wo? Wer? Sucht dich keiner. Toll. Klaus ist tot. Doch keiner. Tja, das war's denn mit Klaus. Nee, der lebt noch. Nee, doch nicht. Oh, Entschuldigung. Wirklich aufmerksam. Ich hätte ihn ja eigentlich bekehren können, ne? Gut. Jetzt ist eh vorbei. Naja. Osaram Freibeuter. Oh. Also so aus dem Wasser so hoch springen zu können, das will ich auch können. So, mal gerade speichern. Moin! Ihr wollt nicht mit mir reden? Okay, alles klar. Finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Pisser. Ja, moin. Hallo? Nicht? Scheuerfels. Das hier muss Scheuerfels sein. Marats Agent sollte inzwischen am Marktplatz angekommen sein. Schon cool. Moin. Schönen guten Abend. Gut.
Saufstahl. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Wow. Das ist eine Zwischensequenz, hä? Finde Marat. Ah, warte mal. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Ist es wirklich ein Informant oder... ein Bastard? Ach, hier ist eine Leiche, habe ich gar nicht gesehen. Marats Agent. Gut. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Oh je. Das hört sich so... Begib dich zu der Waldslager. Wo? Da. Gut. Alles klar, das war ja nicht so viel los hier. Aber keine, die mir gefällt. Ich vermisse die Schmieden und... Ich glaube, das gibt ordentlich aufs Maul gleich. Alles abgeholzt. Guck dir das mal an. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja. Das stimmt. Was ist das da? Ein Verwüster. Den haben wir noch gar nicht. Harte Außenhülle, synthetische Muskel. Ja, okay, Feuer. Ein Eisbehälter unten drunter. Okay. Energiezelle, die ist hinten drauf. Und eine Verwüsterkanone. Okay, alles klar. Am besten wäre ja, wenn wir die Verwüsterkanone abschießen. Ich gehe nämlich ganz doll davon aus, dass man die verwenden kann. Pass auf, das machen wir anders. Dem sein Eisbehälter liegt frei. Okay, warte. Sehr gut. Moin, du Schlumpf. Oh, daneben. Wo ist die Waffe? Jetzt richtet das nämlich mehr Schaden an. Ja, nice. Oh. Oh, Junge. Die Munition hat auf die Mühe gereicht. Krass. Oh, scheiße. Alter.
Eins, zwei, drei. Okay, drei. Macht gar nichts. Mitten ins Ziel. Alter, ich hab mich selber zurückgeschmissen. Ach du Scheiße, hat er sich weggeduckt, die Sau. Hast du das gesehen? Alter! Das werde ich noch brauchen. Also wir sind ein paar Mal echt gut ausgewichen, muss man ja mal sagen. Ne? Also das müsst ihr mir schon zugute halten. Ratte. Ich habe jetzt Rattenhaut. Danke. Wir werden natürlich jetzt ein bisschen looten hier. Ist ja wohl klar. Dankeschön. Der Wächter wollte auch aufmucken. Wo kamen denn die scheiß Schnappmäuler her? Und da ist ein Donnervogel. Muss das sein? Boah, wie heftig das aussieht. Guck mal, wie geil. Ist schon geil. Gerade mal speichern, damit auch mein Loot gespeichert bleibt. So, weiter am Text. Alter, was ist denn auf jeden Fall mit den Schatten los? Muss ich hier hoch? Wahrscheinlich, ja. Eventuell? Keine Ahnung. Ich teste einfach mal. Boah, wie krass. Alter, sieht das nice aus, ey. Boah. Das Spiel ist schon so alt, in Anführungsstrichen. Das Spiel ist schon so alt, verdammt nochmal. In game-technischer Sicht ist das Asparuhr alt, das Spiel. Mal ohne Scheiß bin ich hier richtig. Ich bin nicht richtig. Ich will nicht gegen den Donnervogel kämpfen, ne? Zumindest noch nicht. Aber ich muss sagen, der Seilwerfer, das ist schon gut. Das ist schon geil. Da kannst du schön gezielt die Schwachstellen ausschalten. Ich will gegen den nicht kämpfen. Ich muss hier hoch. Tschüss. Boah, wie geil das aussieht. Boah, wie geil. Ich muss immer wieder sagen. Ich muss es immer wieder sagen. Weil sonst glaubt mir das keiner. Wisst ihr? Ui. Derbal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Hä, ihr wollt nachrücken? Ihr seid jetzt vorgegangen, Alter.
Okay, warte mal. Dort ist einer, dort ist einer, dort ist einer. Kriege ich den ausgeschalten von hier oben? Ja. Wäre ja eigentlich nicht verkehrt, wenn ich die Maschinen da hinten sind auch noch welche. Immer noch auf der Suche nach mir. Ach, ich. Jetzt geht's los. Oh, oh. Na, hoffentlich. Na, Strom. Wo ist Strom? Da. Eindringlinge, lasst die Maschinen los. Schreckt die Ketten. Nein. Boah, Alter. Komm, noch ein. Alter, boah, boah. Ist das geil, ne? Ohne Scheiß. Das ist ein Verwüster. So, jetzt ist Schluss. So, aber jetzt, Freunde. Kleiner Moment. Ach, kann ich die nachträglich nicht abschießen? Nee, scheiße, schade. Ich komme! Feuer. Na? Ja, nicht getroffen. Oh, die alte, ne? Warte mal, pass mal auf. Ich hab 'ne Idee. Wo ist er? Ich sehe nicht. Warte mal, kann ich die nicht? Bitte töte mich nicht! Ich hab doch nichts gemacht!
Ich hab dich befreit, Mann! Was? Wo? Guck mal, da oben ist er. Alter, fast krepiert, Junge. Alter, was die Scharen machen. Der lebt halt immer noch. Meine Fresse, 915. 915 Erfahrungspunkte, Junge. Für diesen Spast. Selbstverständlich wird jetzt erstmal gelootet, ne? Aber dass ich die nicht, dass ich die nicht für mich holen kann. Okay, das ist noch ein Verwüster. Okay. Hä, das hat nicht gezählt. Ups. Schnell ihr könnt. Alter, ey, ne? Ich habe gedacht, der wäre schon tot. Jetzt ist er futsch. Jetzt ist er futsch. Okay, kleinen Moment. Sorry, wenn ich gerade raus aus der Atmosphäre gehe. Aber ich muss mir gerade... Ich. Hä? Scheiße, ne? Hier. Alter, voll weggeflogen. Hallo. Habt ihr das gesehen? So gut bin ich. Hä? Was? Du hast überhaupt nichts gemacht, du Spast. Ich war das. Gut, dann muss er jetzt hier irgendwo... Muss ich hier hoch?
Muss ich mit Olin reden? Nee. Ist nichts. Was ist das? Elite-Söldner? Elite-Söldner. Vorratskiste. Ja. Ist keiner drinne? Ist auch keiner drinne? Hallo? Finde Erster. Toll. Alte Vorrichtung, ja, ja, ist klar. Bin ich gerade verwirrt? Oder sag jetzt bloß, dass das Buggy ist. Die Mission. Das da oben ist nur eine Vorratskiste. Ja, die Leiche vom Elite-Söldner. Ersa! Ersa! Wo bist du? Weißt du, wo sie ist? Nein. Bin ich gerade schon wieder doof? Aber ich kann doch nicht umsonst hier oben rauf. Ja. Ich bin gerade blöd, oder? Du siehst. Erend, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, ich bin zu blöd. Der Ball sagt, er soll Dreck fressen. Ja, klar, er sieht mich nicht. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Ja, genau! Ohne Vorbereitung, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Hä, du Spast. Hehehe. Was ihr habt. Ja, die anderen sind alle tot.
habe hier eine Ladung für dich. Boah. Das waren 3 Pfeile von den Dingern. Das war ein Kopfschuss. Das war noch ein Kopfschuss. Als ob der das alles aushält, ne? Erster muss da drin sein. Wir müssen durch. 1800. Ho, ho, ho. Der hat gerade noch mit den Augen gezwinkert. Habt ihr gesehen? Ich werde das als... Schützen Sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Ich werde das gleich als Wiederholung einblenden nochmal. Wenn ich es nicht schon habe. Ach Quatsch, ich muss ja hier rein. Oh, Alter. Boah, da wirst du ja bekloppt. Er rennt. Derweil wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derweil schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derweil plant etwas Großes in Meridian. Er sagt... Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Nee. Ersa. Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Erend, es tut mir leid. Wir müssen Derweil finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis.